Ja, bevor ich anfange, möchte ich Danke sagen. Und zwar erstmal Danke an euch für eure Neugier, den Yoga in so unterschiedlichen Facetten hier zu leben, für eure Yoga-Freude, für diese Gemeinschaft, die wir hier leben durften. Und wir alle haben hier den Zauber des Neubeginns gelebt. Das war die erste Veranstaltung in dieser Konstellation. Und dann gibt es natürlich immer Menschen, die ganz viel Arbeit damit vorher hatten. Da gibt es erstmal Menschen, die diese Idee hatten und dann das alles in die Hand genommen haben, um das zu organisieren. Und deshalb denke ich, wir sollten vielleicht ein Om singen für das Yoga Easy Team, die überhaupt diese Idee hatten und den Yoga hier so für euch, für uns alle zurechtgebracht haben. Vielleicht wollt ihr einfach noch mal eure Hände vor das Herz legen und so ein tiefes Dankeschön und das in unserem allumfassenden Klang tönen. Und um Yoga zu leben, braucht es auch immer Menschen, die das alles, so diese grobstoffliche Sachen organisieren, die alle eure Reisen hier gebucht, gemacht, getan haben, die das Hotel ausgesucht haben. Und deshalb ein tiefes Dank an Yoga Travel and Friends, an Anja und ihr Team. Und ich finde, auch das hat ein ganz kräftiges, herzliches Om verdient. Und dann lass gleich deine Augen geschlossen und leg deine Handteller auf deinen Herzensraum. Und tauche in deinen Zauber des Neubeginns. Spür mal hinein, wie es sich angefühlt hat, hier anzukommen, mit all dieser Neugier, mit all dieser Aufregung, ob du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Spür mal hinein, welche Augen dich zunächst berührt haben, welches Lächeln dir geschenkt wurde. Und dann nimm in diesem Sinne so einen tiefen Einatemzug, diesen Schritt gemacht zu haben. In diesen Klang, die Schwingung des Yogas eingetaucht zu sein. Spür, wie sich so langsam dein Herz auch wieder beruhigt hat und du hast gespürt, hier gibt es ganz viele wundervolle Erfahrungen zu erleben. Und dann löse deine Hände und leg Daumen und Zeigefinger aneinander und deine Handrücken auf deine Beine, unser Zeichen der inneren Weisheit. Die hinteren drei Finger stehen für deine Qualitäten, diese Woche hier gelebt zu haben. War bestimmt so ein bisschen Raja dabei. Welche Stunde gehe ich wann und wie soll ich mich entscheiden? Vielleicht war auch manchmal so ein bisschen Tamas dabei und du dachtest, ach, die 10-Uhr-Stunde ist auch gut. Und ich bin mir sicher, dass es viele sattwische, lichtvolle Momente in dieser Woche gegeben hat. Und egal, ob sie jetzt ganz klar vor deinem Geist auftauchen oder ob sie in deinem Herzen als intuitives Wissen schwingen. Lass mit deiner nächsten Einatmung deine Arme über die Seite auftauchen, als wolltest du all diese wunderschönen Erfahrungen einsammeln und lass über deinem Kopf eine Lotusblüte entstehen. Das heißt, die Daumen legen sich längs aneinander. Es ist das Zeichen, dass alles erblühen kann, wenn du mit dem Herzen dabei bist. Und dann lässt du deine Hände langsam vor dein Herz zum Anjali Mudra gleiten, um es hier auch zu deinem werden zu lassen. Öffnest dann deine Hände nach vorne, weil ich bin überzeugt davon, dass du etwas erlebt hast, was du auch mit anderen teilen möchtest. So eine Geste des Gebens. Sei es deine Gelassenheit, die du mit nach Hause bringst, sei es eine Anregung für deinen Yoga-Unterricht oder einfach das Strahlen, was ich gerade in dir sehe. Und dann lass deine Hände so ein paar Mal vor deinem Herzen kreisen.
sodass das, was du hier erlebt hast, sich vermischt zu dem, was dir wirklich wichtig ist. Lass dann ein Musti Mudra, eine lockere Faust entstehen, in dem deine Daumen innen sind und die anderen vier Finger legen sich darum. Ein Zeichen dafür, dass es einen Schatz gibt, an den du dich immer wieder erinnern kannst. Etwas, was in dir jetzt schwingt, was du von hier mitnimmst. Und so lass die Hände noch einmal sinken. Jnana Mudra, Daumen und Zeigefinger berühren sich. Atme ein, sammel deine Erfahrungen ein, sammel das ein, was dich berührt hat, was dich gestärkt hat und was dir geholfen hat, Unwichtiges loszulassen. Lass es für dich ganz persönlich erblühen. Lass deine Hände langsam sinken vor dein Herz. Dreh deine Handteller in einer gebenden Geste nach vorne. Die Geste des Schenkens. Und lass dann einfach geschehen. Lass deine Hände, so wie sie jetzt vor deinem Herzen schwingen wollen, einfach kreisen. Manchmal ist es wichtig, den Kopf einfach auszuschalten, geschehen zu lassen, zu wissen, dass das Leben es gut mit dir meint. Und lass dann wieder diese liebevolle Faust entstehen. Die Daumen gehen nach innen, die vier Finger verschmelzen. Und dann lass deine Hände sinken auf deinen Unterbauch in Trikona Mudra. Die Zeigefingerspitzen und die Daumen berühren sich. Mehrfach habe ich hier gehört, dass es Sachen gab, die deinen Bauch gefordert haben. Anna hat euch in die unteren drei Chakren geführt. Ihr durftet ein gutes Bauchgefühl erleben. So gleichmäßig, wie dein Atem jetzt schwingt, so wirst du all diese Erfahrungen mitnehmen und dieses Bauchgefühl in der nächsten Zeit leben können. Verschränke dann deine hinteren drei Finger und leg den Daumen in deinen Bauchnabel und die Zeigefinger zeigen zum Herzen, sodass du deine persönliche Kraft, Mut und Selbstvertrauen vielleicht hier gestärkt hast und spürst, dass du es mit deiner Herzensgüte verbinden kannst. Und lasst aus diesem verbindenden Mudra eine Lotusblüte vor deinem Herzen entstehen. Bestimmt gab es hier Momente, wo du dein Herz ganz deutlich gespürt hast, wo du in Berührung warst mit Anahata, dem unangeschlagenen Ton. Lass dann deine Hände aufsteigen vor deine Stirn und im Anjali Mudra klappe die Zeigefinger ein. Pranidhan Mudra, lege deine Daumen zur Mitte deiner Stirn. Das ist das Mudra der Hingabe. Vielleicht gab es einen Moment in dieser Woche, in der du gespürt hast, dass wir auf eine besondere Weise alle miteinander verbunden sind. Dass es eine Kraft gibt, die durch uns durchschwingt, die uns verbindet, die dir hilft, in diese Freiheit einzutauchen. Und lass mit deiner nächsten Einatmung deine Arme auftauchen in so eine gebende und nehmende Geste, wie so ein kleines Lächeln deines Herzens. So eine fröhliche Geste, hier zu sein, das alles erleben zu dürfen und zu deinem machen zu können. Vielleicht ist es ein Wunsch, den du für dich formulierst, was du mitnehmen möchtest. Eine Geste, die du jemandem schenken möchtest, wenn du nach Hause kommst. Etwas, das du teilen möchtest. Und so lass deine Hände langsam verschmelzen vor deinem Herzen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen
aus meiner ganzen Kraft und aus meiner Angebundenheit, dass es viele schöne Erfahrungen sind, die du mitnimmst und die erblühen, wenn du nach Hause kommst. Lass die Augen ruhig noch geschlossen, aber leg deine Hände langsam auf deine Oberschenkel. Beginn mit leichten Kreisen, komm mit der Einatmung nach vorne und über eine Seite, ganz egal welche, nach hinten. Ganz langsam, gerade so, wie es sich heute Morgen am Ende dieser Woche gut anfühlt, steigere das Tempo ein kleines bisschen. Gib der Bewegung auf diese Weise nochmal Nachdruck, denn als Yogis wissen wir, Körper und Geist gehören zusammen. Es gibt eine höhere Realität, nicht nur die materielle. Lass also alles, was passiert ist, in den Körper fließen. Wähle irgendeinen willkürlichen Moment als Zäsur und nimm dann langsam die andere Richtung an. Lass die Schultern weich. Und dann geh auch hier so ein bisschen tiefer in die Bewegung. Dich von der Bewegung, von deiner Atmung, von dem Wind in deinem Gesicht inspirieren. Und dann komm auch hier langsam in die Mitte. Nimm die rechte Hand einfach neben dich, streck die linke Hand einmal direkt nach oben. Streck durch die linken Fingerspitzen noch weiter nach oben. Schulterblatt zieht ein bisschen zurück. Spür die schöne, lange Flanke. Linke Seite, linke Hand nach oben und dann von hier langsam rüber auf die Seite. Dehn dich ein bisschen mehr, tief einatmen. Und mit der Ausatmung einfach die linke Hüfte ein bisschen mehr in den Boden schieben. Dann dreh den Kopf so ein kleines bisschen nach oben in die Sonne, streck den Arm nochmal länger und lass auch hier die Atmung und den Wind durch den Körper fluten. Tief einatmen und ausatmen. Nimm den oberen Arm jetzt zu deinem rechten Knie. Beuge dich über dein rechtes Knie und heb jetzt die linke Hand nach oben und nach hinten. Richte dich ruhig wieder ein kleines bisschen auf. Zieh durch die linken Fingerspitzen nach oben. Oberkörper ist aufgerichtet. Und dann lass die hintere Hand auf Schulterniveau sinken. Zieh durch diese rechten Fingerspitzen ein bisschen mehr nach hinten. Und auch hier spürst du so ein kleines bisschen Widerstand. Nutze diesen Widerstand wie eine Reibung, um dich ein bisschen mehr aufzurichten. Letztes Mal einatmen, dreh dich ruhig noch ein bisschen weiter auf nach rechts, als stößt du da ein Fenster auf. Und nimm die rechte Hand jetzt weit rüber, über das rechte Knie in eine Diagonale und lehn dich gleich nochmal schräg über das rechte Knie nach vorne. Tief einatmen. Und ausatmen. Dann nimm die freie Hand zum freien Knie, lass die Ellbogen einmal übereinander und den Kopf zwischen die Ellbogen sinken. Lass den Kopf schwer, die Schultern weich, den Rücken rund. Nochmal einatmen hier, die gesamte Rückseite. Und ausatmen, löst es einfach auf. Streck die Hände nach oben und lass jetzt die Handgelenke zirkulieren. Jeden einzelnen Finger, Handgelenke. In alle möglichen Richtungen. Dann tief einatmen. Und langsam jetzt zur anderen Seite. Linke Hand neben die linke Hüfte, die rechte Hand geht nach oben, einfach in eine seitliche Dehnung. Zieh durch die rechten Fingerspitzen erstmal weit nach oben und dann mit dieser gewonnenen Weite rüber auf die linke Seite. Schließ ruhig die Augen, spür die Sonne im Gesicht. Tief einatmen
Und lang ausatmen. Nochmal hier schön in die Flanke einatmen. Und ausatmen. Letztes Mal ein, noch ein bisschen mehr Weite. Und jetzt die obere, die rechte Hand zum linken Knie. Lehne dich über dein linkes Knie ganz rund nach vorne in diese Diagonale und bleib hier für einen Moment. Ruhig das Nachgiebige, das in der Haltung schlummert, spüren. Lass die rechte Hand, wo sie ist, richte den Oberkörper wieder auf. Nimm deine linke Hand einmal nach oben, streck die linke Flanke jetzt schön lang. Und dann als öffnest du das zweite Fenster, nimm die linke Hand nach hinten und öffne hier. Lass die hintere Schulter sinken und hier wieder, die Hand bleibt oben, ein bisschen in diese Drehung atmen. Tief einatmen und lang ausatmen. Lass die rechte Hand, wo sie ist, und jetzt ist es die linke Hand, die dich nach oben führt und rüber in die Diagonale, über dein rechtes Knie. Nütz wieder den Widerstand, den du da findest, und zieh dich ein bisschen mehr in die Diagonale. Letztes Mal einatmen und die freie Hand zum freien Knie und wieder ganz rund werden. Lass Kopf, Schultern, Rücken weich werden. Tief einatmen und ausatmen. Richte dich langsam auf. Nochmal auf die Oberschenkel, spür die Länge im Oberkörper und eine Ausatmung ins Becken. Kommt dann einatmend auf alle Viere in den Vierfußstand. Die Finger auffächern unter den Schultern und die Knie unter dem Becken sortieren. Dann streck einatmend den Rücken, heb den Kopf, heb dein Gesäß. In der Ausatmung mach dich einmal ganz, ganz rund. Schieb von den Schultern runter in die Hände, saug den Bauch nach innen. Einatmen, streck dich nochmal, streck die ganze Körpervorderseite. Ausatmen, setz die Zehen unter und komm in herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Hier kannst du ein bisschen die Beine beugen. Mit den gebeugten Beinen einfach mal nach vorne und nach unten in die Hände schieben. Als würdest du die Matte nach vorne ausdehnen wollen und in die Erde reindrücken. Und dadurch streckt sich der Rücken. Und halt den Rücken so gestreckt und beginn langsam die Beine auszustrecken und die Fersen schwer in den Boden. Einatmen, heb dann die Fersen und roll dich nach vorne in ein Brett. Halte einen Moment, schieb die Krone des Kopfes und die Ohrenspitzen zu mir nach vorne, die Fersen weit nach hinten. Stell dir vor, irgendjemand sitzt da auf deinen Oberschenkel hinten drauf und den drückst du hoch, die Beine sind ganz stark. Ausatmen, lass dich langsam runter zum Boden. Einatmen, heb die Schultern, eine kleine Kobra, press in die Füße. Ausatmen, während du die Nase ablegst, wirst du länger. Nochmal, einatmen, sanfte Kobra. Und dann ausatmen, den Po auf die Fersen schieben. Die Schultern so schön gestreckt halten und die Beine strecken, herabschauender Hund. Einatmen, wander die Füße nach vorne zwischen die Hände. Ausatmen, lass dich tief über die Beine sinken. Dann einmal eine halbe Vorbeuge. Einatmen, komm auf die Fingerspitzen, streck den Rücken. Schieb die Schultern weit nach hinten, die Brust weit nach vorne. Ausatmen, beug dich tiefer über die Beine. Zieh deinen Steiß unter und dann einatmen, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Ausatmen, finde die Hände vom Herzen zusammen. Vielleicht magst du in das Lotus-Mudra wechseln, was Christian euch eben gezeigt hat, dass die Hände sind wie so ein schöner Kelch. Genau. Schau einen Moment zu den Fingerspitzen. Und dann drück nach unten in deine Füße, um dich einatmend nach oben zu strecken, die ganze Körpervorderseite lang. Ausatmen, falte nach vorne in Uttanasana. Einatmen, zieh hier nochmal dein Herz weit nach vorne, nimm die hinteren Rippen rein. Ausatmen, geh zurück in ein Brett und atme nochmal ein im Brett. Sei ganz stark, atme ein. Ausatmen, so langsam du kannst, komm runter auf den Bauch. Einatmen, Kobra, die Ellenbogen ziehen zu den kleinen Zehen. Ausatmen, schieb dich zurück in den Hund und bleib für 3 tiefe Atemzüge. Tief einatmen, ausatmen, 1.
tief einatmen, lass den Kopf ein bisschen mehr los. Ausatmen, zwei. Schieb nochmal in die Hände, einatmend. Ausatmen, Gipfel, dein Gesäß weit nach hinten, drei. Einatmen, heb dann die Fersen. Ausatmen, beug die Knie, schau nach vorne. Und dann gehst du oder springst du, einatmen, zwischen die Daumen. Und ausatmen, beug dich der Länge nach über beide Beine. Press in die Füße, einatmen, komm den ganzen Weg nach oben. Bring die Hände über Kopf zusammen, schau nach oben. Ausatmen, zentriere die Hände zum Herzen, eventuell nochmal dein Lotus Mudra, senk den Blick zu den Fingerspitzen. Noch eine Runde, ein Sonnengruß, einatmen, zieh dich ganz lang nach oben. Ausatmen, beug dich nach vorne. Einatmen, zieh den Rücken lang, in die Rückseite des Herzens, nach innen. Ausatmen, geh zurück in das Brett. Atme da nochmal tief ein, sammle ein letztes Mal hier alle Kraft für diese Woche. Ausatmen, lass dich langsam nach unten. Einatmen in der Cobra, lass dir die Sonne ins Gesicht scheinen, entspann dein Gesicht. Ausatmen, herabschauender Hund. Bleib hier, drei tiefe Atemzüge. Einatmen, verwurzel dich nochmal mit den Händen nach unten und nach vorne. Ausatmen, schieb die Unterarme ein bisschen zueinander und spür, wie die Schultern sich öffnen. Genau, lass den Kopf los. Vielleicht mal so ein gemeinsames ich habe gehört, das wird schon geübt hier, wenn ich nicht dabei bin. Sehr gut. Und dann hebt einatmen die Fersen. Ausatmen, beugt die Knie. Und jetzt mal ganz mutig. Vergiss alle Technik, flieg nach vorne mit ganz viel Leichtigkeit, streck den Rücken. Ausatmen, beugt dich tief über die Beine. Einatmen, komm mit geradesten Rücken nach oben, bring die Hände über Kopf zusammen. Ausatmen, zentrier dich und die Hände vor deinem Herzen. Von hier richtet euch nochmal richtig gut aus, presst die Fußsohlen satt zum Boden, Wirbelsäule aufrichten, Hände vor dem Herzen zusammen. Schließt die Augen und findet eine richtig gute Grundspannung in eurem Körper. Werdet zum Bindeglied zwischen Himmel und Erde gut aufgespannt. Einatmen, beugt die Knie, öffnet die Augen, geht in den Stuhl. Ausatmen, kommt in die Vorbeuge runter, konsequent zu Ende. Einatmen, halbe Vorbeuge, der Rücken wird lang. Ausatmen, tretet zurück in die schiefe Ebene, bleibt hier, haltet. Nochmal tief ein, langsam, konsequent ablegen am Boden, Stirn zum Boden. Einatmen, Cobra, Becken und Fußrücken drücken runter. Aus, lang nach vorne, unten die Stirn senkt wieder ab. Einatmen, Po Richtung Fersen. Ausatmend in den herabschauenden Hund. Langsam geführt, das rechte Bein nach hinten, einatmen. Das rechte Bein nach vorne setzen, ausatmen, im Ausfallschritt bleiben. Den rechten Arm über vorne kreisen lassen, einatmend, aus nach hinten, unten. So weiter kreisen, ein über vorne, aus nach hinten, unten. Letzte Mal ein über vorne, großzügig kreisen, aus nach hinten, unten. Stellt für den Krieger 2 den hinteren Fuß seitlich flach. Vordere Ferse ist mit Mitte des hinteren Fußes auf einer Linie. Lass den linken Arm über vorne kreisen und kommt hoch in den Krieger 2. Dreht die Hände nochmal um, hebt die Schultern hoch, zieht die Schultern runter und dreht die Hände wieder um. Einatmen hier, beugt das vordere Bein tiefer, schließt für einen Moment die Augen. Gestaltet den Krieger 2 kontrastreich. Einerseits gebt wirklich richtig Kraft rein, so dass die Oberarme spürbar gearbeitet werden und so, dass der Oberschenkel schlackert. Dann wirkt ihm mit einer Leichtigkeit in der inneren Haltung entgegen. Findet so das perfekte Maß zwischen Kraft und Hingabe. Öffnet die Augen wieder, dem Blick der Zukunft positiv entgegen. Brustbein heben, einatmen,
in den Hund, zurücktreten, ausatmen. Wer es braucht, fließt durch sein Vinyasa. Wenn ihr lieber im Hund bleiben möchtet, tut das. So, wie es sich im Moment für euch richtig anfühlt. Einatmen bringt langsam das linke Bein nach hinten raus. Ausatmen setzt es vor zwischen die Hände. Großer Ausfallschritt. Hier bleiben, den linken Arm über vorne kreisen lassen. Ein, aus, nach hinten, unten. Weiter so, dass es befreiend, lösend hier nochmal für die Schultern ist. Letzte Mal großzügig kreisen, ein, aus, nach hinten, unten. Stellt den hinteren Fuß für den Krieger 2 seitlich flach. Der rechte Arm kreist über vorne und hilft euch so hoch in den Krieger 2. Dreht die Hände um. Zieht die Schultern einatmend hoch. Und aus, senkt sie wieder ab. Dreht die Hände zurück ein. Beugt das linke Bein tiefer, Knie über den dritten Zeh. Hier bleiben. Form und Inhalt ineinander greifen lassen, so wie Kraft und Hingabe. Das heißt wirklich die Form wahren, mehr ausarbeiten. Dann aber in der inneren Haltung wirklich zugewandt, weich, gelöst. Und dort, wo die Gegensätze einander begegnen, dort enthüllt sich für euch der Zustand des Yoga, der Zustand des reinen Bewusstseins. Brustbein heben, Augen öffnen, einatmen. Und in den Hund zurücktreten, ausatmen. Wer möchte, fließt nochmal eigenständig durch sein Vinyasa, drosselt das Tempo und steigert die Intensität. Ausatmend in den Hund zurück. Gerne hier nochmal seufzend loslassen. Moment runtergehen auf die Knie, die Arme zurück, die Stirn zum Boden. Geht nach innen. Seid mit euch. Nutzt den bewusst geführten Atem, um bei euch zu Hause anzukommen. Saugt die Energie, die der Praxis innewohnt, mit so viel wirklich wunderbaren Menschen zusammen zu praktizieren. Saugt diese Energie in euch auf, so dass es euch beflügelt, inspiriert. Und lasst mit jeder Ausatmung alles, was sich vielleicht noch an Nebel euch in den Weg stellen will, los. Werdet so wach und klar. Einatmen, kommt wieder hoch. Hände unter die Schultern, vorne abstellen, in die schiefe Ebene treten. Halten hier und zurückschieben, ausatmend in den Hund. Wirklich einen guten Kontakt zum Boden schaffen. Spreizt die Finger auf und drückt sie satt zum Boden hin. Nochmal tief einatmen. Weit nach hinten schieben, Oberschenkel gehen zurück. Tief ein und mit der nächsten Ausatmung tretet mit den Füßen nach vorne zu den Händen hin. Halbe Vorbeuge einatmen, ganze Vorbeuge ausatmen. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, die Hände hier vor dem Herzen zusammen. Die Augen nochmal schließen. Wieder eure Füße am Boden spüren. Euch nach oben hin zum Himmel öffnen. Symbol dafür, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Und daraus sich fürs Größere hin öffnen. Die Augen wieder öffnen und einen ganz großen Schritt nach rechts zum Meer machen. Füße weit auseinander. Oh,
Tief einatmen, die Arme über die Seite hoch nach oben heben. Und ausatmen, die Arme langsam wieder senken. Und jetzt nur Schulter hoch. Einatmen, die Arme auf Schulterhöhe, starke Beine. Und ausatmen, die linke Hand zum rechten Bein. Oh je, wo ist mein rechtes Bein? Gut, einatmen, wieder hoch zur Mitte, ganz fester Bauch. Ausatmen zur anderen Seite. Einatmen, wieder hoch zur Mitte, aus der Kraft vom Bauch komm hoch und ausatmen zur anderen Seite. Einatmen, hoch. Ausatmen, wechseln. Einatmen, nach oben. Und ausatmen, bleib mit der linken Hand jetzt an deinem rechten Bein, nimm die rechte Hand ans Kreuzbein, lehn dich zurück. Ganz easy, so als ob deine Hand an eine Bar gestützt ist. Ganz locker, lass den Kopf zurückhängen und bleib hier für einen Moment. Paar gleichmäßige, tiefe Atemzüge. Kräftig ein- und kräftig ausatmen. Dann rutsch mit der Hand mehr in die Mitte zwischen deine Füße. Bring die Schultern übereinander und streck den rechten Arm ganz weit nach oben. Gut, bleib hier. Dreh dich immer noch ein kleines bisschen weiter auf und bleib stark in deinen Beinen. Ganz starke Beine. Gut, schieb in die Beine. Einatmen, hoch zum Stehen, den ganzen Weg. Lass die Hände auf Schulterhöhe. Und ausatmen zur anderen Seite. Rechte Hand, linkes Bein. Linke Hand ans Kreuzbein. Stütz dich da wieder. Lass den Kopf zurückfallen. Ja, nimm die ganze Dramatik hier für einen Moment raus. Schultern locker, einfach atmen. Tief ein. Oh, und tief ausatmen. Super. Schön, bring die Hand wieder in die Mitte, zwischen die Beine, streck langsam den linken Arm nach oben. Ja, wir machen hier nur ein bisschen Bewegung mit Atem. Tief ein und tief ausatmen. Sehr schön. Zwei kräftige Atemzüge noch. Nochmal kräftig einatmen und langsam die Hand zum Boden nach unten. Krabbel zu deinen Fersen, zieh dich lang. Und langsam geh in die Vorwärtsbeuge und respektiere deine Grenzen hier. Ja, der eine kann sich tief beugen, hat als Kind schon Ballett gemacht. Die anderen haben Fußball gespielt und da geht gar nichts. Respektiere das. Lass den Kopf einfach baumeln. Nur hängen. Du bist in der Umkehrhaltung. Genauso gut wie ein Handstand. Sieht nicht so schick auf aus Instagram, aber fühlt sich genauso gut an. Entspann dein Gesicht, entspann den Hals. Dann bring die Hände locker auf den Boden, beug die Beine, lauf sie ein bisschen weiter zusammen, gar nicht so viel, und setz dich tief in die Hocke zurück. Ganz tief runter in die Hocke, kurz die Hände zusammen, drück ein bisschen die Knie auseinander. Ein, zwei Atemzüge hier. Und dann setz dich langsam auf den Po zurück. Dreh dich nach vorne, schließ die Füße und die Knie. Gehen kurz nochmal in eine Drehung. Den rechten Arm um beide Knie rum. Den linken Arm weit nach oben. Und dann dreht euch alle weiter hinter zur Kamera. Lächelt in die Kamera. Gut. Ein paar Atemzüge hier. Stell ruhig die Hand ab. Deine Schulter darf sich mit entspannen. Drehung ist dafür da, dass Energie fließt. Und wenn du sie irgendwo blockierst, wäre es schade, weil du dich um die schöne Wirkung bringst. Langsam zurück zur Mitte, den anderen Arm um die Beine rum. Heb den rechten Arm, einatmen und ausatmen in die Drehung. Zwei, drei tiefe Atemzüge hier noch. Schön. Komm langsam nach vorne, greif unter deine Oberschenkel. Und komm in eine ganz ehrliche Vorwärtsbeuge. Das heißt, Bauch und Oberschenkel bleiben aneinander. Du streckst nur ein bisschen die Beine, legst den Kopf auf deine Knie ab und ziehst den Rücken schön in die Länge. Zieh ein bisschen die Zehen zu dir ran, das geht auch mit gebeugten Beinen. Und lass den Kopf ganz, ganz, ganz schwer werden. Kopf und Yoga sind nicht unbedingt Freunde. Der Kopf trennt, der Kopf analysiert. Und der Atem ist es, der verbindet. Deswegen geh in den Atem und spür dich. Und wenn du mit dir Intimität leben kannst, wenn du dich wirklich spürst, deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Träume, dann bist du auch viel offener für die anderen um dich herum. Stell langsam die Füße auf,
Und in aller Ruhe roll dich auf den Rücken zurück. Langsam, langsam roll dich zurück. Schieb ein Bein nach dem anderen weg. Und jetzt mach mal eine Faust mit den Händen. Heb die Füße ein Stück vom Boden. Heb den Kopf ein ganz kleines bisschen. Spann alle Muskeln an. Alles anspannen, anspannen, anspannen. Denk dran, in ein paar Tagen sitzt du wieder im Büro. Alles anspannen, nochmal richtig feste und loslassen. Oh. Spür die Unterlage unter dir, die Sonne im Gesicht und lass los. Atme jetzt nochmal ganz tief durch beide Nasenlöcher ein. Und mit dem Ausatmen öffne den Mund und lass alle Anspannung los. Mach das noch einmal, atme tief durch die Nase ein und mit dem Ausatmen alles loslassen. Lass deine Füße ganz entspannt nach außen fallen. Entspannen die Zehen, die Fußsohlen, die Fußgelenke. Lass die Oberschenkel nach außen rollen und die Beine schwerer werden. Die Schultern sinken zum Boden. Die Arme, Hände und Finger sind entspannt. Entspanne auch die Handinnenflächen und die Räume zwischen den Fingern. Nun bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Gesichtszügen. Und lass deine Stirn ganz weit und frei und glatt werden. Spür, wie die Haut über deinen Schläfen und deinen Wangen in Richtung Boden fließt. Lass deine Augen tiefer in den Hinterkopf sinken, die Lider schwerer werden. Mach auch die Lippen weich und löse die Zunge vom Gaumen. Lass sie in den Mundraum zurücksinken, spür, wie sich der Hals entspannt. Und bring deine Aufmerksamkeit zu deiner Nase. Und beobachte, wie du mit jedem Einatmen durch beide Nasenlöcher bis nach oben zum Punkt zwischen den Augenbrauen atmest. Mit jedem Einatmen fließt die Luft etwas kühler durch die Nase, nach oben bis zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Und vielleicht fängt nun langsam der Punkt zwischen deinen Augenbrauen an, im Rhythmus deines Atems zu pulsieren. Bleib noch einen kurzen Moment am Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und ganz langsam lass dich von dort in den dunklen, weiten Raum hinter den geschlossenen Augen sinken. Tauch ein in diesen Raum und nimm wahr, wie dieser Raum vielleicht immer größer, immer weiter wird, sich immer mehr ausdehnt. Lass dich hineinsinken in diesen Raum, ohne Ziel, ohne Absicht, ganz frei und leicht wie ein Blatt im Wind. Immer weiter, immer tiefer,
immer es dich jetzt hinführt. Lass los. Entspann. Langsam, wirklich in aller Ruhe. Beginn wieder etwas tiefer und bewusster zu atmen. Spür den Atem, den Körper. Fang an, sanft die Finger zu bewegen. Die Füße, die Arme. Und dann regel dich, streck dich, zieh dich ganz lang. Die Füße auf, roll dich zur rechten Seite, kuschel dich nochmal richtig schön klein zusammen. Spür die Verbundenheit, die jetzt über deinen Körper hinausgeht, über den Atem mit allem, was atmet, was lebt. Langsam roll dich nach oben zu einem aufrechten Sitz. Vielleicht magst du die Augen schließen, die Hände ganz locker vor die Brust. Senk gleich dein Kinn. Und sicher gibt's etwas in deinem Leben, für das du von tiefstem Herzen her dankbar bist. Erinnere dich an die Person, den Ort oder das Ereignis. Und lass diese Dankbarkeit durch den ganzen Körper fließen. Schöne neue Räume, die jetzt mit einer positiven Erfahrung belegt werden. Atme entspannt ein. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Senk dein Kinn noch ein kleines bisschen mehr. Verbeug dich innerlich vor dem, was dir persönlich Kraft gibt, was dir Trost spendet. Und langsam, langsam öffne dann deine Augen wieder. Ganz in Ruhe richte dich auf. Und vielen Dank, dass ihr uns so viel Vertrauen geschenkt habt in der letzten Woche. Das ist toll. Ganz schöne Dinge sind geschehen. Danke.